Willkommen zu einer neuen Folge von dem Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer zusammen mit den Ansgar von Nordrhein TV Play. Hi zusammen. Ja, ich stehe hier bei Köln und warte auf Ansgar, denn unsere, ja, jetzige Reise geht nach Paris. Genau. Ansgar ist noch hochkonzentriert. Achso, oh, da hat sich ein Auto. Ich bin noch hochkonzentriert, weil hier auf einmal ein Konvoi ist. Oh, und ich bin okay. Mittendrin. Sind die wegen dir hier? Nee, die machen einen Konvoi, aber... Hast du schon wieder einen Konvoi angekündigt, einen kleinen? Nee. Okay. So, wir schauen mal nach. Nee, ist noch nicht im Radar drin. Warten wir noch ein bisschen. Genau. Ihr habt euch einen Mercedes gewünscht und hier ist einer, tatsächlich. Genau, die Lackierung wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Hier so ein Dinosaurier. Ich glaube, es ist ein Dinosaurier, ne? Habe ich mal hier so gewählt. Konnte mich nicht entscheiden, aber dachte ich, ach komm, nehmen wir doch den. Weil, ne, nächste Staffel nehmen wir wieder einen anderen. So ein bisschen abwechslungsreich. Aber ich tatsächlich könnte das der Konvoi sein. Und da ist er. So, möchtest du vorfahren? Fahr vor. Okay. Ja, ich bin ein bisschen irritiert, weil ich immer noch dieses Frame-Problem habe. Ich dachte, ich hätte es gerade wieder gelöst, ach so. Aber... Okay. Plötzlich. Ach du liebe Zeit, jetzt hält das ganze Ding da vorne an. Wie viel fahren wir denn? 60, 70, 80, 90? Entscheid du. Du bist heute der Anführer hier. So. Mich nervt das immer, wenn... Oh, jetzt wird es noch schlimmer. Genau. Hast du den Namen eigentlich eingeblendet? Ja, ich glaube schon. Okay, weil das kann man ja auch ausblenden. Ja, ich weiß. Mit welcher Taste nochmal? F11. Aber ich hoffe okay. Nicht, dass du da was anderes belegt hast, so draufgelegt nee, hast. Ich gut. Nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich da. Aber dann ist das Ganze hat auch ausgeblendet, ne? Also. Das heißt, du siehst nicht mehr, wer da spricht, beispielsweise. Komm, machen wir auch mal. Ja, das ist ja gut. Das will ja auch niemand sehen. Vor allen Dingen, weil man es nicht hört hier. So. Der Mercedes ist sehr leise. Also es ist ja dieser neuere Mercedes, sag ich mal. Ich weiß die Bezeichnung gar nicht so ganz genau. Und was hast du? Wieder ein DAF, oder? Ich habe wieder ein DAF. Der ist auch sehr leise von innen. Aber von außen sieht er natürlich ganz toll aus und klingt auch entsprechend etwas. Okay. Lauter. So, einmal kurz geräuspert. Jetzt sollte es wieder funktionieren. Mit dem Sprechen. Das ist eine schwierige Sache. So, wir fahren... Ach, diese Frames, das beschäftigt mich jetzt. Auch wenn man es im Video vermutlich nicht sieht, weil es sind immer noch genug, damit alles flüssig ist und sowas. Aber wenn man sonst mit anderer Framezahl aufnimmt, dann macht man sich immer so die Gedanken. Woran liegt's? Ja, da hast du recht. Ja, die Frame Drops kommen ja meistens. Dankeschön. Dankeschön. Keine Ursache. Konntest du nicht? Nein! Er fährt einfach mal nach rechts rüber und rammt mich weg. Ich meine, ich bin noch auf. Rücksichtsvoll. Bist du jetzt hinter mir oder noch? Nee, hinter dir ist noch ein anderer. Aber ich komme hinterher. Ja. Wie kommst du denn jetzt hinterher? Warte ich erstmal. Alles gut, nee, ich bin auf der Fahrbahn. Ach so, aber okay. Ja, ich konnte mich noch halten. Trotzdem ärgerlich. Ja. Ich sag nochmal danke. So, du fährst über einen Rastplatz oder bist du das nicht? Nee, das bin ich nicht. Okay. Bin gerade ausgefahren. Das habe ich aufgenommen, mein Freund. Direkt den Admin senden. So, sind wir schon in Belgien. Das ging ja schnell. Ja. Wunderbar. Ja, genau. Wir haben ja letztes Mal in Hamburg was. Hamburg aufgehört. Aber genau. Der Multiplayer wurde geupdatet, also unterstützt jetzt die 1.25er Version hier vom Euro Truck Simulator 2. Und dann wird man zurückgesetzt in die Heimat. Werkstatt, sag ich jetzt mal. Und das war bei mir Köln und bei Ansgar war das jetzt in dem Fall Düsseldorf. Nee, Salzburg. Salzburg. Genau, aber er ist dann doch nach Düsseldorf gereist.
Albert Mehlmann in Salzburg. Vor allen Dingen so unser LKW-Fahrer, der Kalle, der ist jetzt auch kein ausgesprochener Kulturfreund. Okay. Alter, was war das denn? Warst du das? Nee. Nee, bist du verrückt, so will ich niemals fahren. Boah. Das war schon grob scheiße, dieses Fahrmanöver. Hast du gegenüber liegende Seite gesehen, so? Das Auto? Nur, ich hab's glaube ich gehört, weil da so ja, gehört wurde. Alter, das ist krass. Das werde ich mir in der Aufnahme nochmal anschauen. Wir fahren alle wie bescheuert, ne? Also, und wir brettern hier mit. Was machen wir hier eigentlich? Ja. Weißt du was? Weißt du was? Was soll das? Wir fahren jetzt auch mal. Ach, guck mal, hier ist der Flughafen von Liège. Oder heißt das... Wie würdest du das aussprechen? Liège? So wie du. Oder Liège? Ja, so wie du. Okay. So. Ach genau, ich wollte mal dieses Schwarzmüller-DLC ausprobieren. Das wird ja jetzt unterstützt hier auch im Multiplayer, weil ich glaube, ich habe keinen Trailer davon dran. Aber das wollte ich einfach mal ausprobieren, aber ja. Dann halt nächstes Mal. Gut. Dann ist das so. Achtung, hinter uns kommt was. Achtung, da liegt was. Wo? Ich lass das einfach mal, komm, wir schauen uns das jetzt einfach mal an, dieses Spektakel. Ich hab Warnblinker an. Was passiert hier? Hast du Warnblinker an, sag mal. Hallo? Ach, der Ansgar hat sogar gleich mal eine Rettungsgasse gebildet. Shit, ich muss auch mal eine bilden. Ja, so halbwegs, ne? Was passiert hier? Diese Folge ist ein absolutes Highlight hier, also... Hör mal so auf zu hupen, sag mal, hallo? Mach mal nicht so einen Krach hier. Ich blende es mal kurz ein, dass jeder sehen kann, wer diese Schandtat begangen hat, den Username auch. Stau auf der... Übrigens, in unserer Nähe ist der Username ins Alcoholic Chicken. Alles klar. Wie kommt man auf diesen Stau Username? Auf der, Moment, ich schau mal, A16 ist das, glaube ich. Nee, A15. Wir warten jetzt hier einfach, oder? Oder was machen wir jetzt? Fahr doch links vorbei. Stau auf der A... nee, da kommt es schon in Richtung Brüssel. Nee. Ja, keine Ahnung. Richtung Paris. Gut, wir fahren mal weiter. Das ist ein bisschen schwierig hier, aber es passt. Vor allen Dingen, man kann sich ja auch zurücksetzen lassen. Nein. Muss erstmal liegen bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier die ganze Zeit Handbremse reinmachen, so. Gut. Ja, das beginnt ja schon gut, ne? Also, die Staffel, ja. Ja, voller Chaoten hier. Wir nehmen Freitagabend auf. Das kann man ja auch mal sagen. Da scheint das hier irgendwie der Chaotentag zu sein. Ansgar, wir müssen uns einen anderen Tag auswählen. Ich glaube auch. Motor-W-Funktion? Was? Hallo? Was? Wer bist du denn? Eben war noch alles in Ordnung. So, jetzt haben wir aber ein großes Problem. Ich fahre mal weiter. Ja, das kommt, weil er eben reingefahren weiter. Bin. Oh Mann, ich sag mal, ja, das ist eine Chaotenfolge hier. Aber eine absolute, ne? Ja, wir müssen, glaube ich, mal... Ich weiß nicht, ob er das mal aufstellt. Wo bist du denn jetzt? Bist du jetzt... Ich fahre weiter, aber der Motor ist natürlich ausgegangen, ne? Okay. Ja, gut. Das ist natürlich ärgerlich, aber... Was will man machen? Ja, warte ich doch mal auf dem Standstreifen. So. Du kannst aber langsam rollen, sag ich mal so. Du bist noch 7. Ah, jetzt kommst du wieder. So. Ja, vielen Dank. Schon wieder ausgefallen. Was ist heute los hier? Hallo? So, jetzt.
So eine chaotische Folge haben wir noch nie aufgenommen. Oder habe ich auch noch nie aufgenommen alleine. Hier von ETS. Ja, das ist halt immer das, wenn man, sag mal, im Multiplayer aufnimmt, dann kann das passieren. Aber natürlich kann es auch im Singleplayer passieren, wenn du einen Unfall baust, sag ich mal. Oder du baust im Multiplayer einen Unfall selber. Gut. Aber ich glaube, bis nach Paris schaffe ich das nicht mehr. Wir müssen irgendwie einmal einen Stopp machen. Kommen wir denn an irgendwas? Ja, das ist halt jetzt die Frage. Ich kann das. Nächste Raststätte können wir da mal anhalten, eben. Ja, ist schon wieder ausgefallen. Du kannst vielleicht in Lille. Ich guck mal nach. Hier, Brüssel. Lass uns mal nach rechts ab Brüssel ab. Okay. Ja, es hat keinen Sinn. Hier steht schon wieder einer. Ich stehe ja nur. Was ist hier los? Ah. So. Bist du denn jetzt in meiner Nähe, oder? Ich bin, glaube ich, in deiner Nähe. Also du kannst aber, bist noch nicht... Ich fahre jetzt rechts, ne? Ja, gut. Ich habe mir da mal nämlich einen Wegpunkt gesetzt. Ich weiß nicht. Also fährt man dann auf einen Standstreifen, wenn man so ein Problem hat? Ich glaube, besser ist es. Nicht, dass man da gleich jemanden drauf Am besten fährt man gar nicht mehr, aber... Ja, abschleppen lassen. Ja, ich fahre mal mit Warmlenker ganz rechts auf den Standstreifen. Vor allen Dingen, ich kann ja noch schnell fahren, sag ich mal. Verhältnismäßig so 80, sag ich mal. Auch ein bisschen mehr. Aber da geht er einfach aus. Komisch. Ich weiß gar nicht, ob meine Fracht auch betroffen ist. Ich hoffe nicht. So. Jetzt, ja. Wir fahren trotzdem mal hier ab. Momentan geht es aber sicher. Oh, ich muss tanken, merke ich gerade. Das war ziemlich dringend. Obwohl, das, nee, doch nicht. Das wird ja immer besser. Hab mich verguckt. Jetzt ist er wieder aus, okay. Was will der? Was ist los? Huckt mich hier grundlos an. Gut. Ja, ihr seht, also diese Folge, hat's in sich. Ja, wollte ich schon was sagen, ist ja für die Tonne, aber eigentlich nicht. Muss auch mal sein. Ja, eben. Dann seht Lass ihr mal drin. Dann seht ihr mal, was so im Multiplayer abgeht. Oder wenn ihr das nicht selbst schon erlebt habt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal ja so einen krassen Unfall hier im Multiplayer erlebt habt. Genau. Da hab ich den Mercedes mal wieder rausgeholt, ne? Aus der Garage. Ja. Und zack, das Unheil. Ja. So, ich fahr jetzt nach Brüssel rein, ne? Ja. Ich fahr mal wieder auf den Stand schreiben, das ist hier wirklich... Wieso wird hier so viel gehupt? Ganz ruhig, Ansgar, ganz ruhig. Nicht aufregen. Was ist denn los hier? Wo man ist, wird man angehupt. Siehst du scheiße aus, oder was? Vielleicht. Man weiß es nicht. Oh, hier ist aber auch voll, ne? Schon wieder. Huperei. So, wir fahren jetzt mal, keine Ahnung. Ja, mit Warmlenker. Ich weiß nicht, ob man es... Ach du Scheiße da. Was ist los? Nein. Hier leckt einer so dermaßen extrem, das ist der Dubstep. Chuck? Ach so. Ah, ne, jetzt hat er sich beruhigt. Ah ne, jetzt geht's wieder los. Oh. Hä, da ist Absperrung. Was will der? Oh. Nein. Was machen die hier alle? Ich bin raus. Was? Ansgar? So, jetzt bin ich zur Raison gekommen hier. Was ist hier los? Hier fährt jeder... Scheiße! Anderen Begriff gibt's dafür nicht. Es tut mir sehr, sehr leid. Also hier... Ey, was?
Verstehe ich gerade auch nicht. Warum fahren die jetzt rüber? Ist da irgendwas links? So, bist du jetzt hier mal, hast du dich jetzt mal hier bei der Werkstatt? Entschuldigung, hier ist es gerade ein wenig voll, hier ist stockender Verkehr. Ich warte mal bei beim Jobcenter, der ist direkt nebenan, das ist mir jetzt ein bisschen lieber als... Hier fahren auch so viele Autos rum. Oha, ihr hört schon, ne, mein Motor ist... dead. Ja, ihr seht, diese Folge war echt chaotisch, kann man tatsächlich so sagen. Da hoffen wir mal, dass die nächste Folge besser wird, denn diese ist hier schon wieder vorbei an dieser Stelle. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn euch die Videos gefallen haben, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Der Motor geht nicht an. Und jetzt sage ich einfach mal, ja, ich repariere den LKW und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.